begrüße euch alle ganz herzlich zu der 729. Montagsdemo. Wohnen ist ein Menschenrecht. Mit diesem Slogan sind fast alle Parteien unterwegs. Alle fordern es, aber ändern tut sich nichts. Stattdessen wird es immer schlimmer und schlimmer. 1992 gab es in Stuttgart noch knapp 22.000 Sozialmietwohnungen. Jetzt sind es nur noch gut 14.000. Mehr sollen es jetzt nach Beschlusslage auch nicht werden. Gleichzeitig warten 4.000 Menschen dringend auf eine Sozialmietwohnung. Jetzt wurde letzten Mittwoch von der Ampel-Selbsthilfegruppe in Berlin eine neue Mietpreisbremse beschlossen. Benötigt das eigentlich wäre, davon kann jeder von uns ein Lied singen. Eigentlich darf bei der Mietpreisbremse die Miete bei Neuvermietungen nur maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Dieses Gesetz gibt es jetzt seit 2015. In Stuttgart sind seitdem die Angebotsmieten um 38% gestiegen. Ich weiß nicht, was da eigentlich gebremst wurde, die Mieten jedenfalls nicht. Eigentlich müssten sich die MieterInnen dagegen wehren vor Gericht, macht natürlich keiner, weil jeder will ja in seiner Wohnung bleiben. Und zu einer eigentlich notwendigen Aufsicht meinte Geiwitz, unsere Bauministerin, letztlich: Wir haben natürlich keinen Babysitter-Nanny-Staat, der sich in Vertragsbeziehungen zwischen zwei Privatpersonen mischt. Stattdessen trafen sich AmpelvertreterInnen 2022 142 Mal mit Lobbyisten der Immobilienbranche, mit Mieterverbänden nur 50 Mal. Und die Ergebnisse lassen sich jetzt sehen. Die Mietpreisbremse ist löchriger als Schweizer Käse. So ist die Deckelung der Indexmiete weg und in angespannten Märkten bleibt die Kappung der Miete bei 15% in 3 Jahren. Sonst hätten ja die armen WohnungsunternehmerInnen nicht mehr so fette Gewinne einfahren können. Und so hinterlässt unsere Bauministerin eine rauchende Bauruine als Mietpreisbremse. Und klar, in Stuttgart, die eierlegende Wollmilchsau Rosenstein soll es nach den Mehrheiten im Gemeinderat ja richten. Wir alle wissen, das Rosenstein-Gelände ist dabei keine Lösung. Mit alleine 1 Milliarde für die Erschließung ist klar, dass hier keine einzige bezahlbare Wohnung entsteht. Und Frank Distel wird uns das nachher auch nochmal ganz genau erklären. Und jetzt, mit der Änderung des allgemeinen Eisenbahngesetzes, darf ja sowieso erst nicht mehr gebaut werden. Zwar hat die CDU-CSU jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem alle Novellierungen wieder abgeschafft werden sollen. Und begründet wird ganz klar mit was? Mit dem Rosenstein-Projekt. Ich glaube aber eh nicht, dass daraus was wird. Deswegen sind unserer Meinung jetzt aus der Fraktion Die Linke und SOS, wir sind jetzt der Meinung, dass eigentlich alle Planungen und Vergaben im Zusammenhang mit Stuttgart-Rosenstein umgehend einzustellen sind. Ihr könnt euch vorstellen, die Verwaltung plant halt einfach munter weiter. Dabei stellt sich uns schon die Frage, wie das eigentlich rechtlich gehen soll. Kommunen sind verpflichtet, ihre Haushaltsmittel sparsam und wirtschaftlich einzusetzen. Heißt im Klartext, solange nach geltendem Recht der Rosenstein nicht bebaut werden darf, dürfen wir als Gemeinde eigentlich weder Geld investieren noch Personal beauftragen, das Stadtentwicklungsprojekt weiter zu bearbeiten. Wir haben das jetzt mal beantragt. Wir werden sehen, was da passiert. Wo sollen denn nun aber jetzt diese bezahlbaren Wohnungen herkommen? Bezahlbare Wohnungen entstehen nach unserer Auffassung auf bereits versiegelten Flächen, Parkplätzen, Flächen, die brach liegen, durch Aufstockung bestehender Gebäude oder vor allem dadurch, dass Leerstand endlich beendet wird. Es gibt jetzt eine Studie der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, und die hat folgendes für uns ausgesprochen interessantes Ergebnis. In den in Deutschland existierenden Nutzflächen in Büros und Verwaltungsgebäuden sind ca. 20% mit mittlerem baulichen Aufwand
und ca. 30% mit einfachem baulichen Aufwand für den Umbau und die Umnutzung zu Wohnungen technisch und funktional geeignet. Macht insgesamt 50%. In Stuttgart haben wir einen Büroleerstand von 432.000 Quadratmetern. Nehmen wir jetzt die Hälfte nur dieser Flächen und wandeln diese in Wohnungen um, so hätten wir 2.000 bis 3.000 Wohnungen zusätzlich. Frei wären dafür die uns schon bekannten Flächen, EMBW-Areal am Stöckach, W&W-Areal am Feuersee oder auch das Eiermann-Areal. Und, das kommt noch hinzu, wir haben einen Leerstand von 11.000 Wohnungen. Also eigentlich mehr als genug, um die 4.000 Menschen mit Wohnberechtigungsschein in Stuttgart eine Wohnung zu geben. Und mehr als genug für bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen. Ja.